So spielt die das aber immer, deswegen spiele ich kein Monopoly mit meiner Frau. Das sind gezinkte Würfel. Ja. Hast du eingestellt, Freund? Ich hab heute Vormittag die PlayStation hochgefahren und hab das so eingestellt. Du bist ja gar nicht mehr dafür im Problem. Ich habe das Gefühl, hier läuft was schief. Hey, weißt du, was mir gerade einfällt, Martin? Auf genau die gleiche Art und Weise könnten wir auch Human Fall Flat spielen. Zum Bleistift. Jetzt wird das plötzlich alles wieder interessant, was gar nicht ging. Haben wir vorhin rausgefunden, nur wegen dir. Haben wir uns richtig vorhin überlegt. Dann haben wir nämlich gesagt, ach Mist, das geht so nicht. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir heute Abend Stream, spielen wir die Inner World. Da sagt der Markim, aber das ist doof, da sehe ich ja erst immer eine Minute später, was du da gerade schon gemacht hast. Und da haben wir gesagt, mach mal Shareplay, da kann man nämlich direkt zugucken. Ja, und dabei haben wir rausgefunden, dass wir auch zusammen spielen können einfach im Lokal. Und schon, bum bum, jetzt funktioniert das einfach. Alles nur, weil wir mit der Frau spielen wollen. Ja. Jetzt mal wieder die Weiber am Spielen. Weil wir uns abzocken lassen wollten, das wirst du gleich sehen. Die Entscheidung bereuen wir noch. Ja, Quitschi, das Problem hast eher du wie ich. Wir hatten mit dem Geld sicher etwas anderes vor. Tja, siehst ja, wo das Geld hingeht. Alter, nee. Sie sind am Zug. So, ich würfel einfach mal durch, komm, geh einfach mal. 9 ist doch schon mal eine gute Zahl. Was ist denn da hinten noch so? Wem gehören denn die ganzen roten und gelben Straßen? Niemand denn? Das gibt's nicht. Was kosten die? Was kosten die? Sie dieses Grundstück? Oh, 240! Ich werde die wohl mal auktionieren lassen müssen, wa? Die kann ich mir doch nicht leisten. Da bin ich gleich pleite. Was soll's, bin ich mal. So. Also, ich biete erstmal einen Taler. Na, alles klar. Du kannst mitbieten, wenn du das willst. Du weißt schon, dass es mittlerweile bei 240 liegt? Na gut, 240 war eigentlich, nee, 221 liegt's. Okay, habt ihr recht. Hätte ich schon mal 9 gespart. Ne, jetzt zahlst du drauf. Bin ich raus. Hätte ich sie gleich kaufen können. Willst du die etwa haben? Also ich würde sagen, unter 500 wäre das alles gelacht hier. Macht ruhig mal einen richtigen Preis draus. Diese Stadt ist wirklich nett. Großartige Investition. Ja. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Blöd natürlich, wenn ich jetzt auf das Leere komme, ne? Ja, das hab ich gar nicht mitgekriegt. Für dich ist das ganz schön hoch. Für wie viel hast du das eigentlich die Kurs? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ich hab hier gelesen. 300 zu viel. Also nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja nichts. Wir wollten ja nicht ganz so böse sein. Das stimmt. Spielen wir! Sonst spielt deine Frau nicht mehr mit uns. Oder ich lasse auf die Luft auf dem Fahrrad. Ach, da habe ich die Angst. Kannst du machen, ich fahr keins. Oh. Sie sind Der Markin fährt bestimmt Motorrad. Hab ich Respekt davor. Und ich hab dafür zu wenig Geld. Nachdem ich mal einen Helm samt gesehen hab, brauche ich das. Jemand besitzt dieses Grundstück bei. Uiuiuiui. Na, Nico, bezahlt erstmal an mich. Ah, aber ihr gebt euch nicht viel so. Los, würfeln Sie. Das ist Geldwäsche. Genau. Ich guck mal, sind 12. Ich gehe erstmal schön eine Runde rum hier.
Ich komme jetzt auf die Parkstraße, Freunde. Guck mal, Olga ist da. Wer kommt nicht? Olga. Das ist bestimmt das. Also jetzt würde ich mir Gedanken machen, Quitschi. Drücke vor bis auf los. Naja. Super. So. Das ist bestimmt der Sohn von Olga oder so. Na dann wollen wir nochmal würfeln. Feuer. Eine 2? Eine 7. Komm. Das wäre mal schön, das hier 800 Euro oder so. Bis zur Seestraße. Die See, warte mal. Ist, die kommt jetzt erst, oder? Das gibt's nicht. Ich krieg. Ey, Martin, du hast Geld gekriegt. Ach so, das ist meins, okay. Ich dachte, das gehört einer Frau. Ja, aber erstmal aufregen, wa? So gut. Das Glück ist Ihnen heut. Pech. Och nö, och nö. Manchmal muss man den Preis bezahlen. Ich geh wieder. Fällt mir hier nicht. Nein! Jo! Nee, ist doch. Oh, Glück gehabt. Ins Gruber, ne? Ja. Ja. Die Bank sucht nach einem Investor. So. Wer wird der Glückliche sein? Sie sind am Zug. Was, bei dir vibriert was? Bei mir vibriert nichts. Siehst du? Bei mir auch nicht. Wieso? Wahrscheinlich hast du als Einziger hier einen richtigen Controller. Ja. Der nicht aus der Wish-App kommt. Oh, man wischt Sony drauf. Schauen wir mal, ob sie Glück. Ich hab einen Sony. Nee, ich hab nur Originale da. Okay, hast du auch Sony draufstehen? Du hast kein Sony draufstehen, ne? Ne, du hast aus der Wish-App den Controller. Ich krieg ja mal nur das Gewicht von. Du kannst übrigens auch den anderen Gummi hier verabschieden, wenn es dich stört. Viel Glück. Du hast noch weitere PlayStation-Controller da? Ich habe insgesamt 4 Stück. Okay. Auf was spielt ihr, fragt? Wie heißt denn der Sohn eigentlich jetzt von Olga? Also wir spielen auf der PlayStation 4 gerade aktuell. Wir spielen Hasbro? Heißt das Hasbro? Ja. Hasbro Monopoly ja. Plus. Also nein, das na, das ist doch so ein Trottel. Hat er gerade die Hauptstraße geguckt? Aber der ist bald lang. Handel ist der Motor der Geschäftswelt. Mit wem hat er jetzt bin ich gespannt. Dem Martin. Jetzt bin ich gespannt. Oh. Wie lautet ihr Angebot? Guck mal, aber das ist doch fair. Siehst du. Top ist das. Hast du gerade 3 Straßen gekriegt oder eine? Eine. Eine bloß, okay. Weil ich die andere habe. Und du musst jetzt sogar weniger drauf zahlen. Das ist doch der Hammer. Das war mal ein super. Und ich habe immer noch mehr Geld wie ihr. Mhm. Das kaufe ich mir auch wieder ja, was. Du kommst mich jetzt dann mal besuchen. Ich erstmal kann ich frei parken. Ich meine, jeder muss ja frei parken können. Früher hat man auf frei parken ja mal noch Geld liegen gehabt. Alles, was in die Bank ging, hat man auf frei parken gelegt. Also war ich... Stimmt. Aber das können wir ja hier als Regel so einstellen, dass alles, was in die Bank gezahlt wird, in frei parken landet. Oh, Quitschi. Jetzt gehst du zur... Verdammt. Jawohl. Und das war... 1 zu weit. Oder 1 zu kurz, je nachdem, wie man das sehen will. Er hat eher zu weit. Das gibt's nicht. Und tschüss. Ah, verdammt. Das hat jetzt so ausgesehen, als würde er auch drauf kommen. Ihr habt so überall Schulden. Wo habt ihr denn so viel Schulden? Shareplay wird in 5 Minuten beendet. Das ist wirklich so. Ich hoffe, dass. Warte mal, kann man das Spiel speichern? Wir müssen mal gucken, ob wir das Spiel speichern können vorher, ne? Normalerweise ja. Ja, Shareplay geht immer nur für eine Stunde. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wisst ihr, wie lange wir das vorher testen müssen? Ja, aber müssen? Shareplay läuft schon länger. Ja, darf mich nicht so an. Also ich glaube, es kommt 5 Minuten, 3 Minuten und 1 Minute. Viel Glück. Warte mal, ich kann mal kurz gucken, ob ich das Spiel hier speichern kann. Warte mal, Spiel hier, Neustart, Spiel beenden, nö. Das speichere ich wahrscheinlich automatisch. Wir werden einfach mal gucken, was passiert gleich. Wir werden gleich sehen, was passiert. Normalerweise soll es automatisch. Ich muss dann den Martin wieder einladen zum Shareplay. Die Karte bleibt ja offen, die PlayStation ist ja schlau. Das Spiel schützt im Hintergrund ja auch nicht ab. Jemand besitzt dieses Grundstück. Normalerweise müsste ich dabei bleiben und müsste einfach nur wieder. Vielleicht geht auch das einfach nur wieder beitreten. Werden wir sehen. Wir werden es rausfinden. Spielen wir!
Wir werden das eruieren. Ich weiß gar nicht, ob man die Zeit auch verlängern kann. Achso, ich bin dran. Mensch, sag doch mal einer was. Ich hab gedacht, du bist schon rausgeflogen. Geben Sie nicht auf. Durchhalten. Teure Zugfahrt. Ja. Zum Erfolg. Ja. Wo die doch jetzt so viel Gehaltserhöhung haben, meine Damen. Genau. Ich habe jetzt aber was zu trinken holen müssen, in der Zeit, wo Markus sich wieder einloggen muss. Ich habe noch ein Glas stehen. Das ist, wir haben im Kühlschrank so eine schöne gelbe, ich weiß nicht, was das ist. Wie heißt das? Maracuja-Kör oder so. Oh, aber den habe ich, glaube ich, schon. Endlich daheim. Haben Sie schon über also du hast nicht so richtig das Glück, was du dir wünschen würdest. Nee, erst habe ich dich kennengelernt und jetzt verliere ich irgendwann. Sie sind am Zug. So was Ärgerliches. So gefällt mir das. Ein Pächter in deinem Fall. Ein Pächter? Sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes vor. Wieso? Also wieso kommt ein Kino auf die Schlossallee, aber alle rennen auf die Bahnhöfe? Das hier stimmt doch was nicht. Stimmt irgendwas nicht. Cheated. Also ich glaube mal, dass ich... Aber lass doch mal die Katze stehen. Nee, 3 Minuten nee. Kommen da gerade. Es kommt also gleich noch mal eine Meldung, dass 1 Minute kommt und dann... Sie sollten bauen. Genau. Ich weiß ja, aber dass ich jetzt einfach schon sofort verlängern könnte, mittendrin. Das müsste doch auch gehen irgendwie. Das ist wahrscheinlich, um die Server zu entlasten, weil sonst Leute über Nacht das Ding würfen lassen würden, weißt du? Eine 11. Eine 11 wäre doch der Parkstraße. Nee, das reicht nicht. Na. Mann, ey. Nicht gut, gar nicht. Oh, Quitschi, Quitschi, was Mensch. Ärgerliches. Aber ich bin wieder eine Runde rum, ohne dass ich was bezahlen musste, großartig. Das ist ja wenig zufriedenstellend, ist das. Das ist äußerst unbefriedigend. 100, das ist ein 100 Taler, nicht? Ich komm doch gleich wieder auf los. Guck mal, hier erstmal, der Vakuum ist fast ins Gefängnis gegangen. Das bezahlt er erstmal eigentlich 10 Taler. Blaue Investoren geben. Ah, das zahlen wir aus der Portokasse. Ja, das. Noch ist das so, noch ist das so. Ja, wart ab. Irgendwann müssen wir anfangen, uns gegenseitig Angebote zu machen. Dann ist das. Sie müssen den Spieler bezahlen. Nico hat irgendwie die Tasche voll. Guck dir das mal an. Der hat einfach alles. Der hat einfach alles, hat er. So, noch 1 Minute, Marki. Und was machen wir, wenn es nicht gespeichert? Da fangen wir von vorne an. Aber das geht aber ja nicht. Aber dann nur zu dritt. Du schaffst ja nicht, in einer Stunde Monopoly zu spielen. Das geht ja nicht. Theoretisch schon. Dieses Grundstück bereit. Sie müssen Miete zahlen. Hallo? Ich sammle mein Geld ein. Noch habe ich 5 mehr wie du. Der Zug beginnt jetzt. Ich gehe erstmal los und ziehe mal direkt 200 Taler ein. Aber hier bin ich auf meiner eigenen Straße. Nö, Eingangsschule. Oh, schade. Eigentlich schade, dass das nicht auf frei parken landet. Das wäre schon schön. Das machen wir beim nächsten Mal. Wenn wir das nochmal jemals machen. Ich glaube nicht, dass es hier öfter vorkommt. Ach Mensch. Aber wir können ja auch Uno spielen. So, Markim hat SharePlay verlassen. Jetzt sind wir aus dem Spiel geflogen. Okay. Willkommen zu Monopoly. So, jetzt müsste man den Markim wieder einladen, oder? Warte mal ganz kurz. Ja, doch, kannst du eigentlich übers Partymenü. Warte. SharePlay starten. Okay. Warte, ich kann schon beitreten. Das geht schon, ne? Ja. Okay. Du stellst gerade eine Verbindung her? Ja. Okay, jetzt bist du drin, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Lokaler Modus? Weiß ich nicht. Spiel fortsetzen, hier. Moment, so weit bin ich noch nicht. Was? Bis zum Forst ist es weit? Jetzt. Würfeln's.
Controller bitte anmachen, Herr Quitschi. Nee, meiner ist an. Ja, meinen. Aber du musst den anmachen. Nein! Ach so, warte mal, was meinst du? Den du mir gegeben hast, sprich den von Littles. Ach so, warte mal. Aber wie denn? Nee, das war aber so nicht. Das war anders. Das war anders. Ich muss an dich den Controller übergeben. So, genau. So. Ja. Spiel gemeinsam spielen. So, genau. Na. No. Jetzt hat leer. Das ist ja, das muss man erst mal wissen, wie das geht. Aber das ist gut, dass es speichert, ne? Ja, zum Glück. Und jetzt? Fortsetzen. Ja, Spiel abgestürzt. Kannst du da auf Spiel fortsetzen drücken? Kannst du auf Spiel fortsetzen drücken, Martin? Okay. Ja. Gut. Oh Mann. Ja klar, weil ich war dran, Controller aus, also. Kompliziert. Aber ist wieder da. Ich fahr nie wieder mit der Bahn. Das ist mir eindeutig zu teuer. Spielen wir. Okay, aber gucken. Naja, immerhin. Denken Sie gut über den nächsten Zug nach. Nicht drinne. Glückwunsch. 12? Das ist nicht. Oh, reicht nicht. Nee, das ist. Komm, hier, komm. Zahle für alle Straßen. Ins Gefängnis. Drei Viertel zurück ist auch okay. Wo kommst du denn da an? 1, 2, 3, das ist doch dann. Ja, ja, das. Einkommenssteuer. Ist doch völlig in Ordnung so. Nee. Warum nicht? Sie sind am Zug. Na ach, komm hier. Jetzt bezahlst du gleich noch bei mir. Da ist eine Karte, da ist die 8 steht da. Guck mal, was ist das für eine Karte? Nein, ja! Das ist das elektrische Lebenswerk. Ja, oh, was jetzt? Na schön, ich hab da schon was gemacht. Ich hab da schon das Wasserfeld. Ich erzähl mir doch mal, das machst du immer. Immer wenn wir Monopoly spielen, hast du die beiden Dinger. Ja. Immer. Wie? Wieso? Wie geht das? Glück kommt immer zu den Techniken. Sollen wir dazu jetzt was sagen? Hier kann nichts passieren. Also mir fällt nichts ein. So, ich werde jetzt erstmal ganz entspannt das Geld, was ich verloren habe, wieder einsammeln. Das Glück ist Ihnen indem ich jetzt seinen gibt's der Herr im Schlaf. Ihre Miete ist fällig. Guck mal, ich habe sogar 6 Taler an Nico abgegeben. Wie ist denn Nico? Aber wird hier jetzt nicht mal endlich mal einer bankrott oder so? Nein, das dauert nicht mehr lange, doch das wirst du gleich sehen. Gleich mal die ersten Angebote sehen hier. Elektrizitätswerk? Nee. Das ist auch noch nicht. Nee, hast du wieder Glück gehabt. Das ist noch zu kommen. Das ist doch meine Straße, siehst du? Ich hab's schlecht erkannt von beiden, dass es meine Straße ist. Och nö! Darf ich jetzt eigentlich noch einmal? Ja, bestimmt. Aber Martin, wenn du im Knast sitzt, musst du jetzt keine Miete zahlen. Sei doch froh. Spielen wir. Ja, ich komme aber nicht voran. So scheiße. Schön 12. Oh, jetzt krieg ich gleich Besuch. Jetzt bitte. Und jetzt eine 8 und ich bin zufrieden. Hast du eine Schubkarre? Doch. Achso, das ist das. So. Eine 9. Gut. Warte mal, wem gehört da hinten gleich die Bahnhofsstraße da? Achso, oh, hast du. Oh. Na schön, ja klar. Na, nimm doch das Geld. Ja, du hast du kein schlechtes Gewissen dabei, ne? Ich hab das halt nicht mit dabei, das Gewissen. Nee, hätte mich auch stark gewundert. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo du mir mal was zu trinken holen könntest. Ich geh gleich. Ich würfel jetzt noch einmal. Guck mal.
Ich würfel jetzt noch immer, dann mach ich mir das Glas voll. Da kannst du auch was haben. Du machst dir davon das Glas voll. Mhm. Ist schon aber, dass sie es nicht gut ist. Ja, in der, die Liköre, die du kaufst, ja, ist ja Limo. Kinderbelustigungswasser. Ja, kann man, anders kann man es auch nicht sehen. Also, ehrlich, so eine Flasche Hugo kannst du aus der Flasche trinken. So, haben wir uns mal schön die Wiener Straße kaufen, die wir schon haben. Irgendwie geht es hier nicht richtig vor. Nee, geht's ja auch nicht. Das ist halt Monopoly. So was auf, ich gehe jetzt erstmal was trinken. Sie sind am Zug. Nimm das alte Glas hin. Man kann nicht vorhersehen, was gescheit passieren wird. Super. Geht so. Sie sind dran. So, jetzt kann man machen. Nö. Was sagen die Karten? Na, ja, freilich. Mehr ist es nicht mehr, ist alle. Hä? Achso, warte, ich muss mal drücken. Das drücken, dann drücken. Was? Du hast wohl keine Ahnung. Ich hab das nicht gekauft, das Gelumbe. Spielen wir. Und dann spielen wir. Ist auch gleich, wenn der Akku noch leer kommt, auch noch dazu. Oh, ich krieg Geld. Ja. Manchmal muss man den Preis bezahlen. Naja, immerhin, Kleinvieh macht auch Mist. Es sind schon wieder 26 mehr für die, Parkstraße. Wisst schon. Genau. Oh, das war schön. Er landet wieder auf seinem eigenen Feld. Na, er muss ja auf meine Felder fahren. Guck, siehst du das? Ich mach die Tür zu, steht die Katze immer da. Die Katze schläft da hinten, ne? Ich mach die Tür zu, von innen an der Tür. Zahl gefällt mir nicht. Sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes vor. Hattest du? Was anderes vor? Wie meinst du? Und sehen wir, was die Zukunft bringt. Manchmal passieren schlimme Dinge. Schlaue Investoren geben niemals auf. Los, würfeln Sie! Ja, der beißt doch rein. Guck mal, Pelmeni ist dabei. Herzlich willkommen, Pelmeni. Nein! Das ist Ihre Gelegenheit, sich ein Grund zuzulegen. Sind Sie bereit? Quitschi? Ja. Der hat deine Parkstraße gekauft. Also, der macht mir auch gleich ein Angebot, wirst du sehen. Muss man auch. Der dauert nicht. Nee, muss er gar nicht. Macht er aber gleich. Ja, guck mal, der hat nur noch 33. Vielleicht mache ich einfach dem ein Angebot. Pass mal auf. Ja, wie war's denn mit deinen 500? Vielleicht kriege ich jetzt auch ganz viel. Ich würde warten, Quitschi. Ich würde mal warten, vielleicht kriege ich jetzt sowas. Jeder Spieler schenkt mir was. So war das aber nicht abgemacht. Ich teste jetzt einfach mal was. Wer ist denn das eigentlich? Nico ist der Hut. Wo Nachfrage besteht, auf, was ist denn? Jetzt muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Also ich biete dem Geld an. Du hast doch gar nicht so viel. Was kostet denn die Parkstraße? 350. Da biete ich ihm einfach mal an. 370. Oder dann mache ich ihm 375. Doch, macht er. Macht er. Doch, macht er, weil es eine blöde KI ist. So, warte mal. Geld hinzufügen. X. Jetzt muss ich aber auf der anderen Seite rüber.
Wie geht das? R1? R1. So. Und jetzt komm mal dahin. Komm mal hier. Karte hinzufügen. 3,75 gegen 3,50. Was möchten Sie handeln? Oh. Sag ich doch, blöde KI. Aber, na. Aber ist genug pleite. Du weißt. Ich habe genug andere Straßen, die ich verkaufen kann an die Bank. Bevor ich sie an euch verkaufe. Pass auf, Küchi. Hallo Wulfträgs, herzlich willkommen. Ja, erzähl mal. Warte. Ich würfel jetzt eine 10. Man kann nicht vorhersehen, was einem passiert. Du willst jetzt also auf meine Parkstraße kommen, oder was? Nein. Pass auf, Küchi. Mach dir einen Vorschlag. Ich bin ja nicht der Mensch. Genau, du gibst mir jetzt 1.500 für beide Straßen. Ich weiß schon. Nee. Man müsste das mit dem Geld auch irgendwie anders machen können, ja. Ich bin nett zu dir. Weil du ein bisschen Kapital hast. Was willst du mit der Turmstraße? Wie lautet Ihr Angebot? Ich mach dir einen Freundschaftspreis. Das war ein guter Handel. Siehst du, so nett bin ich zu dir.